Herzlich willkommen zur zweiten Folge Gilde 3 mit der Felix Loh. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin überlegen, ob ich Felix mal mit Steinen bewerfe. Wenn deine Hauptcharaktere so viel Zeit dafür haben, nur zu. Das gibt EP. Was erhoffst du dir davon? Einfach mal gemacht zu haben. So, na dann. Also so einfach mal machen. Go for it, viel Spaß. Denke mal schon. Ein Uhr morgens und nichts ist in Ordnung. Ich habe keine Kohle, ich brauche Kohle. Mit meinem Handy die ganze Zeit. Die nächste Frage. Du bist doch mit Kesseln ausverkauft. Warum kaufst du nicht bei mir Kessel? Ich habe höherwertige Qualität, die sind nicht abgestanden und solche Geschichten. Mich jetzt nicht so 100% sicher. Oh. Ups. Würde fast behaupten, dass deine Kessel teilweise ein Loch haben. Nee. Das ist ein Feature, deswegen kannst du da nicht Bäume reinpflanzen. Das Wasser läuft ab und du hast eine viel höhere Quote. Na dann. Tinkturen. Nein, will ich nicht verkaufen. Dieses kein Erbe da oben, das nervt mich tierisch, weil ich immer denke, ich bin bankrott. Na dann, was du immer alles denkst, finde ich faszinierend, ne? Ich auch, ich auch. Stufenaufstieg. Mir kommt irgendwie das komische Gefühl, dass sie ihr Kinderbekommen-Ding nochmal überarbeitet haben, wenn dein Kind auch super schnell ging und das Heiraten und so weiter und so fort. Ich bin noch nicht verheiratet. Nö, hast ja nur Charlotte schon und hast schon ein Kind in der drinne. Ich habe drei Frauen. Na dann. Playboy. Und drei Kinder in der Röhre. Na dann. Schön wär's, oder wie? Nee, ist wirklich so. Na dann. Ich habe 18 Liebschaften. Wenn das so ist. Meister, ich würde über eure Streckenplanung bitte gerne reden. Die sind nämlich eindeutig zu weit. Okay. Ich würde ganz gerne mal über die Arbeitszeiten reden. Ist nämlich eindeutig zu kurz. Na dann. Dann Nee, fängst nicht. du bitte ab 4 Uhr an und arbeitest bitte einmal bis 22 Uhr durch. Ich bin Chef, ich brauche das ja nicht. Ich meinte aber in Real Life. Nee. Ich dachte einfach, nee, ich glaube, es hagelt.
und sich jetzt Sachen gekauft. Na gut. Ja, du brauchst ein Kupfer zu gießen. 8. Kaufen ja also Holz weiter, bis du geht nicht mehr. Das. Da froh drüber. Bin ich auch, aber ich habe kein Holz mehr. Zurück ist jetzt mein Preis hier ordentlich. Holzbrettern. Also man muss ja schon sagen, dass sich dein Spiel gedacht hat, wir retten uns mal ganz knapp davor, ne? Hat nochmal kurz unauffällig ein L hinzugefügt zum Namen, ne? Wo? Bei der Kesselflickerhütte. Ja, aber guck mal, wenn du die Straße weiter runter gehst, ist da noch eine Kesselflickerhütte. Gegenüber von dem Totengräber-Krypta. Links neben deiner Hütte. Ja, Die die heißt heißt genauso. genauso. Richtig. Was flicken die denn? Keine Ahnung. Reifen? Hab mich erforscht. Ach Gib mir so. Holz, gib mir Holzräder. Ungünstig. Ist aber auch nicht mehr besser. Nee. Bezahlst du nicht für Kiefernholz? Wo ist der Markt da? Kiefer. Sechs, 12, okay. Kauft aber ganz schön viel Holz hier ein. Ja, ist ja gut. Ich habe verstanden, dass alle Ämter gefühlt unbesetzt sind. Hallo, chill. Und warum hast du deine Kesselflicker heute gefühlt neben mich gesetzt, damit du an einer Mine dran bist, oder wie? Ja, weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, da oben gibt es keine Mine, wo ich gestartet bin. Aber du bist genau die Mine, wo ich bin. Das ist meine Lieblingsmine, wir hören schon. Das hat letztes Mal gut geklappt. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, welche Mine man nimmt. Doch. Außer, dass noch andere Kesselflicker in der Nähe. Die Minen sind nämlich alle eigentlich hundertprozentig identisch. Nee.
Was ist jetzt strategisch gesehen das Beste zu machen? Das ist die große Frage. Ein zweiter Vorknecht ist sinnfrei. Ja, Zumindest bei meinen Dingern. bei meinem auch. Bauunzufriedenheit aktuell definitiv auch. Richtig. Lagerslots, Gebäudezustand sowieso, das ist gefühlt immer egal. Gebäudeschutz wird aktuell nicht viel bringen. Den Vorknecht hatten Richtig. wir ja gerade schon. Lagerfläche wird auch nicht viel bringen. Verkaufslots auch. Aber wenn dann nur, Brandschutz wird nichts bringen und Verkaufsfläche auch nicht. wenn dann nur Produktivität. Ja, Produktivität und halt die anderen Arbeiter, wenn man ihn noch nicht hat. Ach stimmt, gehen ja, glaube ich, zwei Arbeiter zusätzlich rein, ne? Bei meinem Gebäude nicht, bei deinem ja, weil deins kein Levelgebäude ist. Meins ist ein Levelgebäude. Ach so, okay. Jedes Gebäude, was du nicht hochleveln kannst, ist auf vier Arbeiter und ich glaube zwei Vorknechte inzwischen, größtenteils. Und die, die du leveln kannst, sind auf drei Arbeiter, zwei Vorknechte auf Level 1. Im Normalfall. Aber die zwei Vorknechte brauchst du eigentlich auch nur bei Produktionsgebäuden, wo die Sachen sich aus was weiß ich woher holen. Ja, richtig. Frage ist nur, auf was man als zweites jetzt geht. Ob man jetzt erstmal dann einfach drauf scheißt und diese 5 bis 10% Produktivität holt, was eigentlich nicht sinnvoll, glaube ich, ist. Ich glaube, die 5% kann man sich kaufen, die ersten. Aber ich glaube, für 1200 ist es schon fast zu viel für 5% nur. Ich muss dir fast nicht sagen. Dann macht es euch eher Sinn, zweites Gebäude, beziehungsweise. Ein zweites Na, die Gebäude, na ersten gut. 5% sind, glaube ich, noch okay für 600, aber dann wird es halt zu teuer. Ich glaube, zumindest rein rechnerisch sollte das nicht so schlecht sein, weil die Arbeiter sind ja, die du zumindest reinkaufst, sind ja am Anfang recht schlecht. Das stimmt auch wieder. Genauso wie ich mir aber auch nicht sicher bin, ob und wie viel und für welchen Prozentsatz man aktuell Sachen reinpacken sollte. Also ich denke, 100. es ist unstrategisch ungünstig, wenn man das auf höher als 105% stellt, weil es dann, glaube ich, immer Gezicke gibt. Genau, also 105% sagt du das Maximum, das habe ich auch drin. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass selbst wenn man es höher als 105% mit voller Kundenzufriedenheit stellt, dass es nicht hilft. Kommt doch an, ne? Es macht zumindest nicht den Effekt, den man sich teilweise erhofft. Also wenn ich es auf 106 stelle und die Kundenzufriedenheit hoch habe, gehe ich davon aus, dass sie dann da nicht rumzicken. Aber tun sie trotzdem aus irgendwelchen Gründen relativ oft. Die Frage ist, was ist strategisch für mich am schlausten, als nächstes zu holen? Ich habe kein Gebäude, was auf den Friedhof zugreifen kann. Ich könnte den Angelplatz Hungrige Forellen nutzen, der ist ja direkt neben dem Ding da. Aber ich sehe noch keinen Kräuterhain hier ganz nah in der Nähe. Zumindest in diesem Ort nicht direkt. Das ist ja das einzige andere, was noch eine Option ist, weil die Mühle ist, glaube ich, aktuell nicht das Beste, was man haben könnte. Wobei sie ja eigentlich extrem gebufft wurde, dadurch, dass du nicht mehr diese Säcke brauchst und so, ne? Ja, das könnte jetzt möglich sein, ja. Aber die Frage ist halt, wie viel stärker sie dadurch ist. Aber ich denke mal nicht so sehr, wenn. Aber ich denke, dass der Angelplatz das Beste ist, außer ich gehe halt zu irgendeinem Kräuterhain. Big. Big Questions immer so, ne? Richtig. Aber die Kesselflicker, die andere, macht die doch Konkurrenz auf die Mine da hinten, oder nicht? Und auch auf den Markt, oder nicht? Das ist doch dann eigentlich gar nicht so gut hier zu sein, oder nicht? Was? Was ist das? Ich habe gar nicht zugehört. Die Kessel, das ist doch eigentlich total dumm, dass du hier stehst, an der Mine, oder nicht? Nee. Du hast beim Markt Konkurrenz durch die eine Kesselflickerhütte und auch auf der Mine Konkurrenz. Die Kesselflicker heute wurde dann nachgebaut.
Kann ich mir nicht vorstellen, das ist eine bestimmte 5 Sekunden Abstand gewesen. Ja, ich habe es eingebaut und nach Pulli gebaut. Wobei sowieso hier relativ, dafür, dass nur irgendwie 10 andere Dynastien dabei sind, also mit dir inklusive, und hier 4 Gebäude von den KIs stehen plus deins und plus noch die Predigerhütte, also 6 sogar andere noch neben mir, also 7 in einem Ort sind, ist schon recht hart eigentlich, oder nicht? Aber hier wohnen ja auch Leute, ich meine, die 7, ne? Du wohnst hier nicht. Der Einzige, der hier eigentlich wirklich wohnt, sind der mit der grün-gelben, der mit der Totengräberkrypta. Ich wohne noch hier. Und ansonsten hat noch der mit der Blume, mit der pinken hier den Wohnsitz. Also der die Obstbauernhütte hat. Aber der Rest ist einfach hier gekommen aus Prinzip oder so. Zumindest haben die Ja. kein Wohnhaus hier. Ich weiß immer noch nicht, was ich an Mengen von Produkten reinpacken sollte am besten. 10? 5? Das Problem ist halt, die sind so gering vom Wert eigentlich. Aber die Preise sind halt auch inzwischen wieder am Schwanken wie sonst was, ne? Das Coole ist, mein Fuhrknecht rennt jetzt nach St. Petri. Achso, Opa Zock dreht gerade seine Erfolge im Markt bei St. Katharin. Cool. Ja, das stimmt. Habe ich auch nur per Zufall gesehen, als ich darüber gekommen bin, um zu gucken, wo der Markt eigentlich ist, wo ein Typ hinrennt. Das ist Ja. schon mal nicht der. Aus St. Petri. Wo ist Elke? Ich läuf da ein zum Holzfällerhütte. Ich hoffe, du kochst ihn gleich ein bisschen ordentlich ein. Elke. Ungern. Ja, volles Rohr kauft sie ein, die Elke. Das ist doch super. Das größte Problem an der ganzen Story ist ja, du gehst ja jetzt, im Normalfall machst du ja einen auf, entweder holst du erst das Gebäude, das neue, oder holst du gemein und baust nochmal das gleiche, was du jetzt schon hast. Oder was weiß ich so. Aber wenn du da schon auf Stufe 3 hochgehst irgendwann, hast du wieder das Problem, dass du nochmal irgendwie deine 7000 brauchst, um die ganzen Zweierstufen-Skills zu erforschen. Das ist ja auch das Tolle. Weil bei Freisatz du bekommst ja schon wieder alles. Traurige ist, ich glaube, es ist sogar strategisch nicht mal so schlecht, wenn man das mal durchrechnen würde. 2500 für die beiden Ränge plus 2500 oder 750 oder was weiß ich für das Stufe 2 vom Gebäude und ein zweites Gebäude davon halt zu bauen, wenn du den ersten Rang hochgegangen bist, sind glaube ich gar nicht mal so schlecht eigentlich rein rechnerisch. Weil du dann mit beiden Gebäuden auf einmal schon zum Beispiel bei mir Schweine und Rinder herstellen kannst, die ja gar nicht mal so wenig mehr wert sind. Aber hast halt auch wieder dann Kosten von 4.000 bis 5.000 allein für das zweite Gebäude, ne? Ja.
Sie schön, Hollinger, dass ihr neuen Titel habt. Das ist auch schön, Pullmann. Der eine hat alleine schon zwei Kräuterhütten, cool. Der eine hat schon zwei Räuberlager, noch besser. Der eine hat zwei Predigerhütten, cool. Der eine hat zwei Kesselflickerhütten, schon geil. Okay. Die andere steht von ihm in Elmersdüttel. Also mehr oder weniger andere Seite von unserem tollen St. Petri-Gedöns hier. Also ich glaube, dass mein Urknecht gerade nicht so wirklich hinterherkommt. Du hast ja das Problem, dass deiner auch noch einkaufen muss, im Gegensatz zu meinem, der eigentlich nur verkaufen muss. Wobei du vermutlich auch relativ viel ausgleichen kannst, dadurch, dass du Durchschnitt im Verhältnis zu mir vermutlich deutlich weniger produzierst, dass du es deutlich einfacher mal eben ins Verkaufslager packen kannst und es sogar verkauft wird. Das Problem ist, ich produziere ja locker 180 Weizen und Gerste plus das dazugehörige Wasser innerhalb von einem Tag oder in einem Jahr oder was weiß ich, wie man es Was sehen will. hast du denn für eine Basisproduktionszeit? Bei Wasser von 3 Minuten, bei Gerste für 2 Stück von 6 Minuten und bei Weizen für 1 in 10 Minuten. Ich habe noch 1 in 5 Minuten. Von was? Von Holzbrettern und Kupfer mache ich 1 in 6 Minuten, in 8 Minuten. Das hast du doch mehr als gedacht, aber du hast auch das andere Gebäude, was ich jetzt nicht im Kopf habe. Du hast, glaube ich, dass das einfach eher nur Sachen verarbeitet, als richtig Produkte herzustellen. Ja, der Kessel könnte ich machen. Der Kessel braucht dann 28 Minuten. Ja. So, jetzt habe ich nämlich kein Zeug mehr. Bin mir unsicher, was besser ist. Ich hasse es. Das Problem ist, wäre ich mit einem anderen Skill gestartet, wäre das deutlich einfacher zu entscheiden, weil der Stufe 2 Skill halt deutlich weniger kostet. Aber ich brauche halt jetzt, wenn ich das machen wollen würde ohne zweites Gebäude, bräuchte ich alleine ja 5000, um das alles freizuschalten. Wenn ich das mit Gebäude mache, bräuchte ich 10.000 obendrein. Wenn ich auf Fische oder sowas gehe, bräuchte ich ja trotzdem die 10.000 oder sowas. Oder 7.500, wenn ich dann erstmal auf die 2er-Skills kacke, so, oder 5 oder irgendwie sowas kriege ich dann. Das ist doch alles. Ugh. Das Problem ist auch, du hast keinen Vergleichswert, wie viel Geld du jetzt wirklich verdienst, weil einfach die Fuhrknechte ja eigentlich grundsätzlich nur zu den ganz nahen 3 bis 4 Märkten rennen, weil die Preise einfach nie so niedrig runtergehen, als dass das die juckt so richtig. Ich. Deshalb packst du sie ja eigentlich eher ins Verkaufslager, aber selbst da habe ich das immer noch das Problem, dass ich es schade finde, dass man das mit Prozentwerten einstellt und nicht einfach selbst einen Verkaufswert einfach einstellt. Richtig, finde ich auch. Verstehe ich ehrlich gesagt aber auch nicht, warum die das mit Prozent machen. Ich auch nicht. Anstatt einen festen Wert zu haben, an dem du dich halten kannst, den du nach oben oder unten schrauben kannst, das würde es einfach machen.
Richtig, aber sowas hat 105% vom Marktwert. Das heißt, das Ja, wechselt halt der auch ändert sich wieder. ja, aber alle 3 Sekunden ist nur auf das engste Gebiet hier bezogen. So, der guckt ja jetzt nicht auf Märkte in Kiel oder Lübeck. Der guckt jetzt ja nur auf die Märkte maximal in Hamburg, wenn nicht sogar nur auf den nächsten 1, 2, 3 Märkte hier im Umkreis. Und das ist das Problem. Aber du würdest ja auch vermutlich eher nicht jetzt unbedingt zum aktuellen Zeitpunkt von Hamburg nach Lübeck fahren, um Sachen zu verkaufen. Deshalb ist es vermutlich gar nicht so dumm, aber ja. Vermutlich hätten die aber, wenn man es so handhaben würde, das Problem, dass es schwer zu handhaben ist, wie man dann der KI sagt, ihr dürft das kaufen und so weiter und so fort. Weil sie ja theoretisch gesehen, wenn du hier deutlich höher bist als der Markt oder so, gibt es ja keinen Grund, das bei dir zu kaufen. Eigentlich. Was war das? Ein Krieg, also. Na, das steht ja hundertprozentig fest. Ach. Kauft euch mal einen neuen Titel. Du hast auch mehr als genug Geld dafür, also tu nicht so. Ach so. Du hast auch über 1000, also könntest du es dir auch jederzeit holen. Ach so. Okay. Wenn Ja, du weil das du alles jetzt sagst. gerade ausgegeben hast. Ich brauchte nur das Geld zum Sparen für die eine Dings. Ich habe bei weitem noch nicht genug Geld für den. Ja, aber wenn du auch ein anderes Gebäude hast, wo du mehr Level und so weiter und so fort in gewisse Teile reinstecken kannst. Du kannst ja auf 4 Arbeiterstunden hoch und so ein Zeug. Gut, das ist aber auch nicht. Naja, das sind 1200 plus Mitarbeiter plus nochmal 600 oder was weiß ich für die Fuhrknechte. Je nachdem, was du dir halt alles holst. Richtig, richtig. Ich meine, wenn ich mir die Preise bei dir angucke, sehe ich ehrlich gesagt gar keinen Grund bei dir, um Sachen zu kaufen, ne? Du bist bei Kupfer bei 15, was es kostet bei dir. 12 ist oben bei das, was die anderen, glaube ich, wenn das die richtige Zahl ist, dann haben. Du bist bei 59 bei den Kesseln, das ist auch höher als das bei den anderen. Und bei 22 bei Kiefernholz, was weit über bei den anderen ist. Aber es wird gekauft, bis zum geht immer. Das ist halt das Tolle an dem Spiel, das ist einfach stumm gemacht eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Eigentlich gibt es keinen logischen Grund, warum die KI das bei dir kaufen sollte. Weil der Spritpreis Außer. so hoch ist. Ja, aber ich gehe davon aus, dass die Kessel und so weiter und so fort auch an dem Markt hier vorne günstiger sind als bei dir. Ja, selbst hier kannst du sie für 56 kaufen und so ein Zeug. Und 37 verkaufen. Kannst du ja Was ganz fix wird bei dir. beim anderen Kesselflicker kannst du für 50 kaufen. Ja, und damit bist du ja, wärst bei allen günstiger als bei dir. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund bei dir irgendwas zu kaufen. Und der ist sogar zentraler als deiner. Deiner ist ja sogar abgelegen. Aber das muss man auch nicht verstehen, ne? Nee, wir wollen noch nicht. Tja. Darf ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.